Oh nein, ich hasse diese Karte. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars The Old Republic mit mir Commander Peace und diesmal ohne Gefährten. Ich mache eine Runde PvP und leider habe ich die beschissenste Karte erwischt. Also ich finde die Void Star überhaupt nicht schön. Ich glaube, so hieß das, ne? Void Star. Das war das Raumschiff. Ja. Das Wobei das. Imperium hat uns gefunden. Unsere Techniker haben den Datenkern des Schiffs noch nicht heruntergeladen. Haltet sie so Genau, lange wie Datenkern möglich runterladen. Ich zurück. glaube, das habe ich schon mal gezeigt. Ach nee, auf der anderen Seite kann man die Videosequenz. Genau, wir sind jetzt erstmal Verteidiger. Dort hinten ist der Datenkern. Den dürfen die Gegner nicht erreichen. Und wenn es richtig gut kommt, dann dürfen die Gegner nicht mal hier vorne die ersten paar Schleusen schaffen. Was schreiben die hier? Das ist eine Gruppe. Jo, ist klar. Schatten vielleicht? Keine Ahnung. Gucken, ob hier irgendwie Gildenfuzzis sind. Ich sehe das nicht. Sind da zwei von Sphere? Nee, Creed. Warum stehen die alle auf einer Stelle hier? In The Rising. Moment, Error. Error sind zwei Leute. Okay, also die, wenn die vielleicht sogar im Teamspeak sind, dann könnte das vielleicht eine gute Runde werden hier. Weil Absprache ist eigentlich alles. Ich glaube, die sprechen über das nächste Update. Okay, los geht's. Ich nehme nochmal schnell den Buff hier. Wo gehen wir da lang? Wo gehen wir lang? Oha, oha. Hier gleich offensiv. Jetzt spamme ich da einfach mal den. Einfach raus spammen hier. Immer schön die 2 drücken. Gravitationsgeschoss. Stirb, du Sau, stirb. Die halten uns jetzt hier ziemlich auf, Alter. Was ist denn das? Jetzt schnell runter hier. Ich glaube, der andere hat ein bisschen Probleme. Ja, scheiße, das war klar. Es war so klar. Scheiße, das war wirklich schlecht. Achtung! Auf beiden Seiten, ja, super. Das wird eine schnelle Runde. So, mach ich mal Mörserhagel rein da. Oh Mann, ey, wirklich. Ich brauche meinen Kompetenzkristall unbedingt. Ey, der eine, der hat sogar die Gamorianer-Axt. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gerade gesehen habt, der kam mit der Axt an. Das ist auch so ein Kartellmarktgegenstand, die Gamorianer-Axt. Scheiße. Oh, das war knapp. Nix hier, du nicht. Den schubse ich jetzt mal weg. Einfach weitermachen. Schaden, Schaden, Schaden. Ah, ich hätte eigentlich hier mein Kriegsgebiet auf Putzstein nehmen können. Ich blöd, Mann. Weil desto länger man die Gegner hier aufhält. Wobei die da hinten sind es ja schon. Oh Gott. Jetzt ist auf der rechten Seite keiner. Wetten. Ich könnte wetten, da ist ein Schleicher hin. Also ich werde nach rechts rüber und. Oh, jetzt lass mich raus hier. Da ist doch schon der erste. Da ist der Typ mit der Gamorreaner-Axt. Und der hat dieses unsichtbare Torso-Dingsbums da, dass er. Achtung! Es war klar. Ey, Unautorisierte das kotzt mich Waffen jedes Mal entdeckt. an. Wieso werden wir da Ewigkeiten festgehalten? Achtung! Oh, auf beiden Seiten. Alter, was Unautorisierte geht denn Waffen hier ab? entdeckt. Boah, Leute, ey. Erstmal. Oh, Achtung! da boxt er mich weg Bitte hier. Das ist der Typ mit der Gamorianer-Axt. Reaktorkern betroffen. Ich hasse ihn. Evakuierungsprotokoll initiiert. Bitte über die Aufzüge zur Brücke begeben. Wir sind nur zu 6. Ja, bitte noch mehr Leute verlassen. Was sind das alles für Lutscher, ey? Also sowas finde ich wirklich eine Frechheit. Leute, die schneller abhauen, also das ist. Ich meine, gut, dann verlieren wir halt, aber man kann doch mal eine Runde zu Ende spielen. Das macht doch keinen Spaß hier. Und besonders gerade, weil ich aufnehme. Verdammte Scheiße, ey. Hier ist auch oben ohne. Du tappst nicht, mein Freund. Du nicht. So, immer jetzt schön die 2. Nochmal die 2. Nee, 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 nee. Jetzt muss ich ihn mal unterbrechen.
Das war doch mein CC, oder nicht? Oh, Kackerle. So ein Noob-Team, ey. Achtung. Falls er geschnallt hat, dass wir gerade in Unterzahl waren, aber... Achtung. Boah, krass, Alter. Als ob verlieren nicht reichen würde, dann... Jo, weggesnesselt hier. Ich glaube, die haben alle Kompetenz. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht so die überragende Ausrüstung. Aber trotzdem... So schnell wie ich da gerade gefallen bin, weil alle auf mich eindreschen. Krass. Kaum ist die Tür auf, dann schon verloren. Oh, wir sind alle Noobs. Wir haben anscheinend das legendäre Prototypschiff des Imperiums aus dem letzten Krieg entdeckt. Guck mal, hier ein Bug. Wow. Zwei Raumschiffe. Müssen wir ihre Technologie bergen. Das Imperium ist schon hier. Begebt euch zum Datenkern auf der Brücke und sichert die Technologie. Zuerst müsst ihr das Sicherheitsterminal in der Nähe überbrücken, um die Tür zu öffnen. Da hat gerade einer geschrieben, man sollte die, die lieben, also die, die abhauen, sollte man bestrafen. Aber die bestrafen sich ja selbst, indem sie gar keine Auszeichnung bekommen. Denke ich zumindest, dass sie keine Auszeichnung bekommen, weil ich meine, die sind ja abgehauen, ne? So, dann gucken wir mal, was wir damit machen können hier. Ja, geht schon wieder der Erste auf mich. Haben wir nicht Heiler? Nö, Heiler haben wir nicht. Keiner will mich heilen. Weg hier. Boah, jetzt macht sich dieser auch noch unsichtbar. Warte mal. Ah, scheiße. Ich wollte gerade noch zu dem Medipack dahin laufen. Aber das ist mir zu spät eingefallen, dass es da ist. Ich weiß zwar, dass es da ist, aber... Gleichzeitig labern, das ist gar nicht mehr so einfach hier so. Muss mich nämlich auch konzentrieren. Hm. Komm schon. Jetzt mach ich mal einen Mörserhagel rein. Alter, wer heilt ihn denn? Nimmt er Stims oder wie? Ich glaube ein Stim, genau. Zielgenauigkeit Stim habe ich ja auch noch. Nimm ich mal einfach einen. Komm schon, nimm ihn. Oder kann ich den im Kampf gar nicht... Ich glaube, die kann man gar nicht im PvP benutzen. Aber das Medipack kann ich benutzen. Uhaha, das war knapp. Aber ich halte mich hier zu lange mit den Gegnern auf. Hau ab, lass mich in Ruhe. Wir haben 2 Minuten und 25 noch Zeit. Hm. Mir kam das irgendwie schneller vor, wie die Gegner da durchgerusht sind. Ne, da gehe ich jetzt nicht hin. Wir sollten alle auf die Seite. Hallo, Leute, tappen? Warum... Alter, 5 Mann. Ich glaub's doch wohl nicht. Und jetzt ist es clever, wenn sich Leute, die andere wegschubsen, können sich hier hinstellen und so machen. Aber dann müsste auch ein paar mehr als nur ich da stehen. Damit dann die Typen, die abwehren wollen, einfach wegschubst werden, weil... Weil auch die Fernkämpfer haben ja eine Reichweite von 30 Metern oder 25. Ich glaube 30 ist das Maximum. Also müssen sie erstmal so dicht rankommen. Und wenn man die hinter diese Ecke behält, dann können sie den Typen, der tappen tut, also hier den, die Bombe legt, den können die dann nicht töten. Oder angreifen, unterbrechen. Wie auch immer. Alter, was hat der denn... Jetzt reicht's mir hier. Wieso geht er auf mich? Verpiss dich, Mann. Oh, ich muss mich heilen. Nee, geht nicht. Muss ich mit der medizinischen Sonde machen. Was ich auch noch verbessern müsste, wäre, dass ich mir die beiden Gefechtszellen hier so reinmache. Die Gefechtszelle für Heilung dann quasi direkt neben die Heilskills, dass ich dann weiß, die muss ich davor anlegen. Wobei ich weiß jetzt auch nicht, ob das so logisch ist, weil für das Anlegen der Gefechtszelle braucht man auch nochmal 1,5 Sekunden, aber man macht mehr Heilung. Weiß ich nicht, ob es da Leute gibt, die sich damit besser auskennen. Irgendwelche PvP-Junkies. Krass, jetzt hat sie geheilt. Ich hab's genau gesehen.
Yo, ich liebe Sabus. Ich liebe sie. Hau mir ein Messer in die Rippen, richtig. keine Chance gegen diese Wichser. Ja, die Sabus, die mag keiner. Die können mal schön dicht rankommen. Ein 20.000 Messer in den Rücken jagen oder in den Bauch, wie auch immer. In den Arsch. Und schon verloren. Hey, cool. Ach, blöd, Mann. Ich hätte ja auch noch zur Flotte gehen können und mir die tägliche annehmen können. Herunterladen abgeschlossen. Imperiale Truppen haben den Datenkern gesichert. Naja. Macht nix. Nicht gewinnen. Rückzug. 1000 Credits. 8000 Erfahrungspunkte. Ich weiß nicht, der Balken war davor, glaube ich, hier. Das ist schon nicht schlecht. So, wen geben wir denn hier unsere Auszeichnung? Für den Typen, der am meisten Schaden gemacht hat, gehe ich nach Punkten. Also Ziele hat 1300. Ich glaube, ich gebe mal den ersten. Weil der hat am meisten für sie getan und auch am meisten Schaden. Also ich war in dieser Runde ziemlich schlecht. Kann aber auch daran liegen, dass ich neunmal gestorben bin. Das ist schon ziemlich häufig gewesen. Und wenn man tot ist, dann kann man halt keinen Schaden machen. So einfach ist das. So, dann verlasse ich das Kriegsgebiet wieder. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder auf Alderaan. Bis dahin, euer Commander Peace. Peace out.